Ich sage, wie es ist. Die Gesellschaft stiehlt dir Tag für Tag wertvolle Ressourcen. Wir haben etliche Adlerquellen ausmachen können, aber wie viele davon erreicht tatsächlich die Republiken? The expedition to Pococahare was but the latest failure. Trained workers and supplies gone. And for nothing. Die Expedition nach Pococahare war nur ein letzter Fehlschlag. Ausgebildete Arbeiter und Vorräte, alle verloren. Und wofür? Für nichts. Den Adler zu zerstören war die einzige Möglichkeit, um Duana auf unserer Seite zu halten. If I could just say, Your Excellency, if we are to remain in the region, it is only to our benefit that we make allies among the Juana. Wenn ich erwähnen darf, Eure Exzellenz, wenn wir in der Region verbleiben wollen, kann es uns nur zugute kommen, wenn wir Verbündete unter den Juana finden. What does it matter what the Juana want? They should have been driven from the islands. Was spielt es schon für eine Rolle, was die Juana wollen? Sie hätten von den Inseln vertrieben werden sollen. By gaining their cooperation now, we gain a workforce and prevent further hostilities. Wenn wir uns jetzt ihre Kooperation sichern, bringt uns das zusätzliche Arbeitskräfte und wir können unsere Feindseligkeiten vermeiden. Weitere Feindseligkeiten. Clearing the islands would do the same. Die Inseln von ihnen zu säubern würde dasselbe erreichen. My esteemed patrons, Castol is afflicted with a kind heart. But the natives will continue to trouble us so long as we remain in the region. Let us take what we can and ensure the benefits of our labors return to the republics. Das ist schon allein ein Grund, warum ich eigentlich nicht auf Alvaris Seite sein möchte. Meine ehrgeizigen Geldgeber, Castol hat ein gutes Herz, aber die Eingeborenen werden uns Probleme bereiten, solange wir in der Region verbleiben. Lass uns mit dem, was wir können, und sicherstellen, dass es die Republiken von unserer Arbeit profitieren. I have more, Your Excellency. Ich habe noch mehr, Eure Exzellenz. Your coin, Lords and Ladies. Where has it gone all this while? Not to mines and industry, no. The director has spent the bulk of it on frivolous experiments. Und ihr Geld, verehrte Damen und Herren, wohin ist es verschwunden? Es wurde nicht etwa in Minen oder Industrie investiert, nein. Vielmehr hat der Direktor das meiste davon für unsägliche Experimente verschwendet. That is absurd. Animancy research has gotten us where we are today. Das ist absurd. Die Erforschung der Besiedlung hat uns erst dahin gebracht, wo wir heute sind. Precisely. Ganz genau. Enough, Alvari. Watcher, you have had some involvement in these experiments. Do you have anything to add? Genug, Alvari, Wächter. Ihr wart in diese Experimente zumindest teilweise involviert. Habt ihr irgendetwas hinzuzufügen? Die Forschung ist vielversprechend. Mit Macht wie dieser könnte man die Welt beherrschen. Ja, genau, Größenwahn ist immer ein gutes Argument. Die Experimente könnten uns helfen, um Kaizo zu erreichen. Die Besiedlung wird unser Untergang sein. Die Experimente sind gelungen. Ich war dabei. Das Experiment hat mich beinahe umgebracht. Wir haben größere Probleme als die Erforschung der Besiedlung. Eigentlich ist es wirklich wahr, das zweite Experiment ist gelungen. Das erste hätte mich beinahe umgebracht. Nehmen wir mal die zwei. An interesting point. Also, wir sagen, wir könnten damit Okaizo erreichen. Interessantes Argument. We have heard much of Okaizo in recent days. I wonder, Director Castor, just what are your plans for the fabled city? Wir haben in letzter Zeit viel von Okaizo gehört. Ich frage mich, Direktor Castor, was genau eure Pläne für die sagenhafte Stadt sind. Nero tippt mit seiner Feder wiederholt auf den Tisch. Sein Blick strahlt Ruhe aus. Okaizo holds an enormous quantity of a luminous Adra. Our research has already yielded results. If we can establish an outpost there, then... In Okaizo befinden sich enorme Mengen an leuchtenden Adra. Unsere Forschung hat bereits Resultate gebracht. Wenn wir dort einen Außenposten errichten könnten, Castor hat seinen Satz kaum begonnen, als einige der versammelten Investoren bereits anfangen, ihn zu verspotten. If we take this opportunity, we can accomplish far more than we initially believed. I could make you rich, lords and ladies, beyond your wildest dreams. Falls wir diese Gelegenheit ergreifen können wir viel mehr erreichen, als wir uns anfangs erhofft hatten. Ich könnte euch reich machen, meine Fürsten und Fürstinnen, reich, als ihr euch in euren kühnsten Träumen vorstellen könnt. Ach, you may be rich in a century or two. Have you that long to wait? Some of you perhaps, but all? Ach, er könnte euch reich machen, in einem Jahrhundert oder zwei vielleicht. Könnt ihr wirklich so lange warten? Einige von euch vielleicht, aber alle? Ja, in ein, zwei Jahrhunderten ist das eh nicht mehr von Belang für die alle hier. Dreams are all Castol has to offer. We have scores of Adra sites mapped to detail. Why not focus our efforts there? Castol risks your fortune on illusions.
Träume sind alles, was Castor zu bieten hat. Wir haben bereits Unmengen an Adra-Vorkommen auf unseren Karten verzeichnet. Warum konzentrieren wir uns nicht auf diese? Castor setzt eure Mittel für nichts weiter als seine Tagträume aufs Spiel. That is true. We have mapped these deposits for years. The closer we travel to Andra's mortar, the denser the deposits. Even Alvari knows this. Das stimmt. Wir haben diese Vorkommen über Jahre hinweg aufgezeichnet. Je näher wir unseres Mörser kommen, desto dichter werden die Vorkommen. Sogar Alvari weiß das. Also Andras Mörser sind die Sturmwolken da, in die wir noch nicht rein können. Wenn wir versuchen solltet, deinen Außenposten in Okaiso zu errichten, werden die Hoaner euch das nie verzeihen. In Okaiso gibt es ein Netzwerk aus Adra, deshalb hält Eotas sich dort auf. Ihr werdet Okaiso für euch beanspruchen, nichts sagen. Sind wir mal ehrlich und nehmen die Eids. Our research may even benefit them as well. Sie werden sich schon damit abfinden. Unsere Forschung könnte ihnen sogar ebenfalls nützlich sein. Even if there is Adra past the mortar, let us grind down the whole of it and be done with the place. Or will the Songreta war against the natives and sea monsters for the next 100 years? Selbst wenn es hinter dem Mörser noch Adra geben sollte, sollten wir lieber abbauen, was wir jetzt bekommen können, und dann unsere Zelte hier abbrechen. Und dann beabsichtigt die Songreta, die nächsten 100 Jahre Krieg gegen Eingeborene und Seeungeheuer zu führen. We have heard a great deal this day. Alvari, have you any final arguments? Wir haben heute sehr viel mit angehört. Alvari, welche letzten Argumente? Only this. That Director Castle has betrayed his station and our trust by allying himself with a Principi Captain by the name of Furanti. Nur dass der Direktor Castle seine Stellung missbraucht und unser Vertrauen hintergangen hat, indem er sich mit einem Principi Captain namens Furanti zusammengetan hat. A Principi Captain? You have evidence of this, Alvari? The word of a witness? Mit einem Principi-Captain. Habt ihr Beweise dafür, Alvari? Einen Zeugen vielleicht? Nero sieht dich mit nachdenklich zusammengekniffenen Augen ein. Ich weiß nichts davon. Castro hat versucht, die Gesetze der Hoaner zu umgehen und aus dem Sklavenhandel Profit zu schlagen. Ein Sklavenhändler hat in Nekataka nichts verloren. Nehmen wir mal wirklich diese neutrale Aussage. Vereinzeltes Kichern von der versammelten Menge. Certainly, we do not wish to defy Hoaner law. Wir haben sicherlich nicht vor, die Gesetze der Hoaner zu missachten. Mehr Gelächter folgt. We have no need of slaves. Associating ourselves with the creatures that trade in them. Wir brauchen keine Sklaven, sich mit dem Abschaum zu verbünden, der mit ihnen handelt. Ekosi. Dem Dunkel entfernt ein kurzes, gekränktes Räuspern. That is with the people that manage the trade here, my lords and ladies. It is not good business. Damit meine ich natürlich nur die Leute, die diesen Handel hier betreiben, meine Fürsten und Fürstinnen. Das ist kein gutes Geschäft. Ihre Stimme versagt und Alvari senkt den Kopf. I think we have heard enough. Any final words? Ich denke, wir haben genug gehört. Welche letzten Worte? My lords, ladies, our enemies will make for Okaiso in short order. The Valiant Trading Company must be ready. It needs decisive, effective leadership. Now more than ever. Meine Fürsten und Fürstinnen, unsere Feinde werden schon bald nach Okaiso aufbrechen. Die Valianische Handelsgesellschaft muss bereit sein. Sie braucht jetzt mehr als zuvor eine entschlossene und effektive Führung. With the Watcher's aid, we have the opportunity to claim an overwhelming victory. One that will carry us all into the history books. Mit der Hilfe des Wächters haben wir die Möglichkeit, einen überragenden Sieg zu erlangen. Ein Sieg, der uns allen in die Geschichtsbücher bringen wird. Assuming he means to help us. Vorausgesetzt, er wird uns wirklich helfen. We will see, won't we? Das werden wir noch sehen, nicht wahr? Gott hat die riesige Ohrringe. You have heard all the accusations against you. Castal, any final words? Ihr habt alle Anschuldigungen gegen euch gehört. Irgendwelche letzten Worte, Castal? Everything I do to help the company. You know this. 2 years ago, you entrusted me to establish the Luminous Adra trade. I will continue to serve you, dutifully, and to my best ability. Alles, was ich tue, tue ich für die Gesellschaft, das wisst ihr. Vor 2 Jahren habt ihr mich damit beauftragt, den Handel mit euch dem Adra aufzubauen. Ich werde euch weiterhin dienen, pflichtbewusst und nach bestem Wissen und Gewissen. I know now that Alvari has hungered after my position for years. Just as she will hunt after yours, if you allow her to rise. She would cast Margaren off her throne if she could. Ich weiß nun, dass Alvari es bereits seit Jahren auf meine Position abgesehen hat, und ich zweifle nicht, dass sie auch an euren Stühlen sägen wird, wenn ihr
ihr gestattet, in der Gesellschaft aufzusteigen. Wenn sie könnte, würde sie sogar Magran vom Thron stoßen. Neben dir lächelt Alvario. Castro war ein großartiger Direktor. Er verdient es, an der Macht zu bleiben. Palegina, das ist Castros letzte Chance. Palegina, wir brauchen Alvarios Unterstützung. Alvario ist die Anführung, die die Valianische Handelsgesellschaft braucht. Nehmen wir mal wirklich die zwei und sagen, Palegina, das ist Castros letzte Chance. And Mestres, I cannot deny that Director Castol has jeopardized the company's interests in the Deadfire. But his ambitions align with those of the Republics. Mestres und Mestres, ich kann nicht leugnen, dass Direktor Castol die Interessen der Gesellschaft im Todesfall gefährdet hat, aber seine Ambitionen decken sich mit jenen der Republiken. Such ambitions carry risk, but they also bring the potential for your company, for our Republics to become the uncontested leaders of the world to come. Solche Ambitionen bergen ein gewisses Risiko, aber auch ein großes Potenzial für die Gesellschaft und unsere Republiken. Das Potenzial, die unangefochtenen Anführer der künftigen Welt zu sein. I am speaking of more than gold, more than prestige. Success will bring the power to shape the future as you imagine it could be. No, as the people in this room cannot yet imagine it could be. Ich spreche von mehr als nur Gold, mehr als nur Ansehen. Erfolg wird die Macht mit sich bringen, die Zukunft so zu formen, wie man sie sich vorstellt, nein, wie sie sich die Leute in diesem Raum noch gar nicht vorstellen können. Der Kanter hebt die Augenbrauen und nickt leicht in stummer Zustimmung. Den ganzen Raum siehst du Investoren, die ebenfalls nicken. You inspire much loyalty, Castor. If only it were so amongst your own peers. Ihr weckt offenbar viel Loyalität in anderen, Castrol. Würde euch das doch nur bei euren Mitarbeitern auch gelingen? It is time. Let us put the matter of Castol's dismissal to a vote. Es ist Zeit, stimmen wir darüber ab, ob Castol auf seinem Posten entlassen werden soll. Wer ist dafür? Im Raum erheben sich bloß einige wenige Hände. Während die Sekunden vergehen, die Stille nur durch das eifrige Kritzeln der Schreiber unterbrochen wird, klar, dass die Mehrheit für Castol stimmt. Castol starrt kontinuierlich auf den Boden und winkt mit den Händen. Neben dir ist Alvario starr vor Schock. Sie steht mit offenem Mund da, ohne ein Wort herauszubringen. Sie sieht den Kanter entsetzt an. You have overreached, Alvari. And the Songreta does not take kindly to being called away from our business to indulge your schemes. Ihr habt euch zu weit aus dem Fenster gedehnt, Alvari, und die Songreta erfreut es gar nicht, von unseren Tagesgeschäften abgelenkt zu werden, um uns um eure kleinen Intrigen zu kümmern. Set your ambitions in the living lands. Lueva Alvari. I hereby strip you of your rank and title and pronounce you exiled from the Velian Trading Company and the Velian Republics by order of the Sangreta Mea Compressa. Verfolgt eure Ambition künftig im Land der Lebenden. Lueva Alvari, hiermit entziehe ich euch Rang und Titel und erkläre euch auf Befehl des Sangreta Mea Compressa als verstoßen. Nicht nur aus der Valianischen Handelsgesellschaft, sondern auch aus der Valianischen Republik. You can't do this to me. Das ist ein schwerer Fehler, ihr könnt mir das nicht antun. I believe that brings this meeting to a close. Agresima Watcher. Ich denke, das bringt das Meeting zu einem Ende. Vielen Dank, Wächter. Direktor Castro scheint sich in einer Art Schockzustand zu befinden. Er starrt immer noch auf die Türen. Als du dich ihm näherst, zuckt er erschrocken zusammen und wendet sich dann dir zu. I must see the shareholders out. But please. Let us speak afterwards. Ich muss die Teilnehmer nach draußen geleiten, aber bitte lass uns später reden. Okay. Was sagt meine... Ja. Bis jetzt hat mir das noch keinen Abbruch getan, so wie es aussieht. Also speichern wir hier nochmal sicherheitshalber. Über den hier. Und reden mit Castrol. The living land. Poor Alvari. I cannot stop thinking on it. How easily it might have been my fate. All my achievements gone in an instant. Das Land der Lebenden. Arme Alvari, ich kann nicht aufhören daran zu denken, wie leicht hätte es auch mein Schicksal sein können. Von einem Moment auf den anderen alles zu verlieren, was ich hier erreicht habe. Er breitet die Finger einer Hand aus wie in einer Explosion. Well, she brought it on herself, didn't she?
the members of the Songreta, they are not to be taken lightly. Nun, sie hat es sich selbst zu schreiben, nicht wahr? Die Mitglieder der Songreta, sie verstehen keinen Spaß. Was ist der Plan? Gratuliere, sie hätten dasselbe mit dir gemacht. Vergiss nur nicht, dass du mir etwas schuldest, Castrol. Lass dir das nicht zu Kopf steigen, mir ist egal, wer hier das Sagen hat.